Hey, Leute. Ich hoffe, du schämst dich. Mach ich. Ist es okay, wenn ich Wein einschenke? Oh Gott, bitte. Hat jemand Mr. Dumet gesehen? Sollten wir nicht auf ihn warten? Schenk ein, Mark. Entspannt euch alle. Wir sind gerade erst gekommen. Gebt ihm etwas Zeit. Er ist der Gastgeber. Sein Wegbleiben erinnert mich an alle anderen Insiderquellen von Lonnet Entertainment. Komm schon, Kate. Hallo? Mr. Dumet? Essenszeit! Oh, Mr. Dumet, Sie haben sich aber fein zurechtgemacht. Wir haben den Wein entkorkt, das ist Ihnen doch Dumet? Recht. Ja, der Typ kommt nicht. Moment, was, wieso? Er hat deine respektlosen Tweets aus seiner Limo gelesen. Ich hab ne... Wovon redest du da, Jamie? Er ist wieder mit der Fähre weg. Was? Wann? Gleich nachdem wir auf die Zimmer sind. Er ist weg? Ganz sicher? Unmöglich. Du hast dich geirrt. Ich bin nicht blind, ich hab's gesehen. Warum sollte er abhauen? Das ergibt keinen Sinn. Sie hatten's verdammt eilig. Du hattest recht. Hier war doch ein Kind. Ich hab sie gesehen, als ich mein Zimmer gesucht hab. Das muss ein Kind sein, oder? Hat er nicht eine Familie erwähnt? Weiß ich nicht mehr. So oder so, warum sind die der weggegangen? Ist nicht orange, der ist knallrot. Sind wir jetzt ganz alleine hier? Spiegelung, warum hier lädt er uns hier wahrnimmt. Ein und zum Essen und haut dann ab? Er ist zu rot. Nicht zu orange, zu rot ist er. Ich bin's langsam leid, dass ihr ständig an mir zweifelt. Er hat mir gesagt, er hätte Artefakte, die für unsere Doku interessant sind. Seht euch um. Hat er gelogen? Er ist sicher nicht ohne Grund weggegangen. Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Oder vielleicht ist er einfach verrückt. Wäre nicht das erste Mal, dass Charlie ein Expertenbuch, der in Wahrheit bloß ein Fan von Serienmördern ist. Ich will dir ja nicht zustimmen, also echt nicht. Aber das sage ich die ganze Zeit. Dumet hat einen Scheiß. Aber das erklärt nicht, warum er abgehauen ist. Er musste zurück, um sich ein Alibi zuzulegen. Was soll... Naja, damit er alles abstreiten kann, wenn unsere Leichen am anderen Ufer des Sees stranden. Oh, oh Gott, Jamie. Musst du alles noch schlimmer machen? Das ist nicht hilfreich. Okay, bitte. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn du hier drauf... Gehst. Was ist dein Problem? Sag's ja nur. Du hast wohl keine Zigaretten gefunden? Doch, ich habe eine tolle Schachtel voll unsichtbarer Zigaretten gefunden. Guck mal, ich rauch gerade eine. Guck. Das erklärt, warum du so gut drauf bist. Also, was tun wir? Bloß rumsitzen und so tun, als ob wir essen? Hey, der war gut, wie ja? Wie ist der Plan, Charlie? Oh ja. Wenn wir hier still sitzen und ganz fest dran glauben, drehen die magischen Studio-Wichtel die Folge vielleicht für uns und schicken sie dem Sender. Ein Toast auf die magischen Studio-Wichtel und Charlies geniale Pläne. Also, ich würde jetzt gerne auf euch trinken. Ehrlich. Ich weiß, ich bin die Zielscheibe eures Spotts. Das ist mein Los als Patriarch unserer kleinen Familie. Mark und Jamie, ihr schafft so viel Arbeit wie sonst 10 Leute. Und Kate, trotz unserer Streitereien, bist du das Herz dieser Show. Dank dir bleiben die Leute dran. Ich kann einfach ehren, die meine Zigaretten verloren hat. Wow. Und zu guter Letzt unser Neuzugang Aaron. Ohne dich wären wir verloren. Wer außer dir denkt stets an jedes kleine Detail. Ich danke euch für eure Arbeit. Prost. Prost. Auf uns. Prösterchen. Könnt ihr vielleicht auch mal was Nettes zu Charlie sagen?
Oh, ich hasse diesen ganzen Sauhaufen. Was wir hier kriegen können, das hebt die Show auf ein neues Niveau. Klar, wenn wir alles gefilmt kriegen. Er hat uns sowas von gehört. Nee, er wäre nie so nett, wenn er uns gehört hätte. Vielleicht sollten wir das nicht gerade jetzt besprechen. Du hast angefangen. Was ist denn jetzt, Kate? Nichts Wichtiges. Wir diskutieren nur ein paar Ideen. Ich denke, sie wirkt am besten, wenn wir die Hintergründe so gruselig wie möglich machen. Das ist easy. Findet es noch jemand seltsam, dass Dumet nicht hier ist? Ja, der kommt nicht mehr. Womit fangen wir an, Charles? Du bist der Boss. Danke. Ich denke, das Foyer ist ein guter Einstiegspunkt. Das Licht dort reicht noch zum Arbeiten. Und es ist auch symbolisch der Eingang in die Mörderburg. Mit dem Licht, das wir schon haben, brauchen wir nur ein paar zusätzliche Lampen. Wir könnten es so aussehen lassen wie Gasbeleuchtung. Perfekt. Und wenn Dumet auftaucht? Wenn er sagt, wir sollen aufhören, werde ich ihm was erzählen. Er hat uns hierher gebracht. Also gut, holt alle euer Zeug, dann treffen wir uns im Foyer. Lasst uns ab jetzt bitte so professionell wie möglich sein. Keine Fehler? Perfektion. Falls er zurückkommt, soll er uns hier auf keinen Fall rumeiern oder streiten sehen. Hast recht. Schon dabei. Oder, Leute? Fantastisch. Das höre ich gern. Kann sein, dass du Charlie gespielt hast, als ich als über den gelästert sollte wurde? Sollte nicht lange dauern. Kann sein, ja. Ah, okay. Nee, weil seine Reaktion auch so seltsam war. Toll. Ja. Toll. Toll. Na dann, Prost. Prost. Auf uns. Können wir endlich den Kurator mal treffen? Jetzt. Nee. Doch, das... Doch. Nee. Schade. Ich dachte, der Kurator spielt mit Puppen. Der Kurator wird aber wirklich immer... Der Kurator wird immer düsterer, ne? Ja. Ich glaube, der wird am Ende der Bösewicht einfach komplett sein. Ja. Oh, Charlie. Boah, das wird so scheiße. Also es kann auch eine Puppe sein, wenn jemand tot wirkt, ne? Aha. Hallo? Leute? Seid ihr das? Ich glaube, wir sind getrennt. Deswegen mache ich mich mal Muti. Oh Gott, nee. Nicht so eine Scheiße. Nee, ich will nicht. Vielleicht will ich den Geräuschen nie folgen. Hör auf zu heulen. Oh, was eine Achso, ich muss es wegstecken. Moment. Jetzt. Hä? Ah, jetzt. Ja, kann schon. Wände einreißen, durch das Labyrinth der Angst navigieren von Professor J.P. Hunter. Professor J.P. Hunter ist Autor und Therapeut mit über 20 Jahren Erfahrung. Er hilft Patienten beim Überwinden von Ängsten und Panikattacken. In seinem Buch verrät er Schritt für Schritt, wie sie aus dem Labyrinth der Angst entkommen können. Sie werden im Rahmen eines einzigartigen monatlichen Plans Tipps und Tricks erhalten, die sie im Alltag einsetzen und mit denen sie ihre Angst besiegen können. Professor J.P. Hunter hat Tausenden geholfen, mit ihrer Angst umzugehen und ihnen das nötige Vertrauen verliehen, um Wände einzureißen und ihren Dämonen die Stirn zu bieten. Internationaler Bestseller. Fertig. Kapitel 5. Artentechniken für Notfälle.
In den vorherigen Kapiteln haben wir uns angesehen, wie wir mit Atmung durch den Bauch Angstgefühle leichter in den Griff bekommen. Es hat sich gezeigt, dass das Praktizieren von Techniken wie Tummo oder Pranayama für nur 20 Minuten täglich im Laufe der Zeit einen Puffer gegen Stress aufbaut. Aber wenn uns eine plötzliche Angst- oder Panikattacke überfällt, brauchen wir eine schnellere Technik, die sofort wirkt. Damit befassen wir uns in diesem Kapitel. Die 5-für-5-Technik. Suchen Sie sich einen Stuhl, der möglichst gemütlich ist, und lockern Sie Ihre Kleidung. Atmen Sie sanft 5 Sekunden lang durch die Nase ein. Versuchen Sie, in Ihrem Bauch zu atmen, aber wenn Sie das nicht können, ist es auch nicht schlimm. Atmen Sie 5 Sekunden lang durch den Mund aus, als ob Sie eine Kerze ausblasen wollten. Wiederholen Sie diese Abfolge 5 Minuten lang, bis Sie sich langsam ruhiger fühlen. Hinweis: Manchen Menschen hilft es, sich beim Atmen eine entspannende Umgebung vorzustellen. Ich stelle mir vor, ich würde im All schweben und neue Planeten weit weg von der Erde entdecken. Was könnte Ihre entspannende Umgebung sein? Oder einfach Kopfhörer aufsetzen. Also Buch geschrieben, viel mehr habe ich bei Phasmo. Mal die nur Doppelseite, voll schlimm, ne? Aber das ist so, da war's. Das war da drin. Wenn ich das wegstecke, dann geht das immer noch nicht. Gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Irgendwas rumpelt hier. Füllen Sie meine Holzkiste mit Zement, begraben Sie mich tiefer als alle anderen und bedecken Sie den Boden mit mehr Zement. Denn glauben Sie mir, der Tod allein wird mich nicht davon abhalten, wieder zu morden. Meine entspannende Umgebung? Essen. Schnee vom Himmel. Ja, so ist bei mir auch. Die Hinrichtung von H.H. Holmes. Ich weiß nicht, ob es das schon macht, aber... Also das ist ultra verwirrend mit diesem Mikro. Ich glaube nicht, dass das zielgerichtet ist. Ich glaube, wenn du so ungefähr da bist, dann sagt das Spiel so, ja, passt schon, ne? Also die Vorahnung fand ich jetzt nicht ganz so nett. Die fand ich jetzt nicht so doll. Ich sag, wie es ist, ne? Ging es da drüben weiter? Mach dir bitte keine Sorgen. Das tue ich aber nicht. Conrad ist weggerannt. Wir finden ihn. Bitte, für mich. Entspann dich, okay? Das hier könnte für alle ein toller Kurzurlaub werden. Oh ja. Deine 8-jährige Tochter wird so viel Spaß mit den gruseligen Animatroniken und der Serie in deiner Bibliothek haben. Oder... Hörst du dich selbst reden? Entspann dich doch mal. 2 Sekunden. Dann hättest du vielleicht mal Spaß. Spaß haben? Das habe ich vor Jahren auf. Vertrau mir einfach, okay? Ich wollte nie hierher kommen. Aber jetzt sind wir hier. Ich habe so viel Zeit damit verschwendet, dass ich dachte, ich muss da in den Raum rein. Kann sein, dass es wieder abbricht. Oh.
wann ist das so gruselig? Ich folge lieber der Musik, das klingt netter. Das ist mein keine Angstlied. Ich singe es, damit mir nichts geschieht. Oh, das war aber auch anders eklig. Ade! Erin, verfall jetzt nicht in Panik. Das macht es nur schlimmer. Ich brauche meinen Inhalator. Sie hat einen Asthmaanfall. Wie ist deine Zimmernummer? Ich! Schnell! Charlie, wo ist Ihr Zimmer? Nebenan, den langen Flur darunter. Erin, ich hol ihn. Versuch ganz langsam zu atmen. Ja, hä? Versuch halt mal langsam zu atmen. Erin, warte mal. Such einen Riegel, ein Scharnier, irgendwas. Du bist ein Panikattacke. Beispielsweise, ja, muss halt mal langsam atmen. Leute, ich krieg... Such etwas, um die Tür aufzubrechen. Mark und ich versuchen es weiter. Wer ist da? Du bist eine normale Antwort hier, sieh schnell. Ich, Leute, hier ist jemand bei mir. Oh Gott! Alles okay. Alles gut. Habt ihr ihn gesehen? Komm. Er war... Hier war jemand drin. Hier drin bei mir. Erin, das ist eine Puppe. Nein, es war keine Puppe. Er hat den Hut auf wie H.H. Holmes. Charles, du schindest sie zu Tode. Jetzt halluziniert sie schon Zeug aus der Show. Ich hab nicht... Es ist nichts passiert, Erin. Du bist okay. Da drin ist niemand. Beruhigen wir uns alle. Bringen wir Erin zum Ausruhen in ihr Zimmer. Fuck, ich bin nicht müde. Gehen wir. Komm, Erin. Kurator? Ah. Hi. Da sind Sie ja. Erin erweist sich als besonders mutig. Meinen Sie nicht? Nee, jetzt nicht unbedingt. Na, wo ist jetzt unser Gastgeber, Mr. Dumet? Offenbar hat er die Insel verlassen. Noch vor dem Abendessen. Wie unhöflich. Charlie hat es geschafft, die Moral der Truppe zu heben. Gut so. Denn es warten noch
viele Herausforderungen. Ich beobachte nur, und das kann sehr frustrierend sein. Manchmal beneide ich sie. Ich protokolliere nur, sie aber greifen ein. Eilen Sie lieber zurück, bevor einer unserer Freunde eine schlechte Entscheidung trifft. Dieser Kack-Backseat-Gamer, ne? Ja, echt schlimm. Lasst uns alle mal tief durchatmen und nicht den Kopf verlieren. Nein, Charles. Es reicht. Diese Sache war von Anfang an seltsam und jetzt haben wir Angst. Ach, ruhig Blut. Ich mein's ernst. Alles hier ist falsch. Ich geb's ungern zu. Aber Kate hat ja, recht. Ja, meinte, jemand aber, wollte Aaron angreifen. Wir wissen nicht, ob das wirklich passiert ist. Ich hab ihn gesehen. Im Dunkeln? Meinst du, ich denk mir das aus? Sag mal, die glauben mir nicht. Beruhigt euch. Okay? Ich muss mal kurz nachdenken. Achso, ich hätte vielleicht sagen sollen, er liest den Chat. Er hat den Stream nicht offen, aber den Chat hat er offen. Und er tritt von der Bühne, unser ach so sicherer Anführer. Was war das? Charlie denkt nach und sieht dabei aus wie ein trotziges Kind. Vielleicht hat er recht. Ohne diese Folge sind wir alle erledigt. Machst du Witze? Was? Ich meine doch nur... Seit Jahren warte ich darauf, dass du mal irgendwas entscheidest. Irgendwas. Und jetzt sowas? Gerade jetzt zeigst du plötzlich Rückgrat? Sorry, mag verrückt sein. Aber wenn Aaron sagt, da war jemand, dann glaube ich ihr. Danke. Wir sind hier nicht sicher. Es war nur eine Puppe. Du denkst, ich lüge? Echt jetzt? Naja, ey, die Scheißbitch ist die nicht, Einzige, die nett ist. Gesehen hast. Ja. Und ob ich das weiß? Gut. Hier ist der Plan. Wir haben schon einen Plan. Wir verschwinden. Jetzt hör mal. Wir sollten nicht vorschnell urteilen. Ich werde die Matt suchen und dann alles aufklären. Es wird alles wieder gut, okay? Und wir bekommen unsere Aufnahmen. Er war nicht beim Essen. Wieso glaubst du findest ihn jetzt? Ich denke gern positiv. Solltest du auch mal versuchen. Bravo, Charles. Du konntest dich echt gut selbst täuschen. Der Matt ist weg. Das habe ich gesehen. Vielleicht ist er wieder da. Vielleicht auch nicht. Würde es dich umbringen, nur einmal positiv zu denken? Ja, würde sie. Blöde Kuh. Auf einer Liste von Charlies Ideen ist es nicht die schlimmste, die er hatte. Ist nicht mal die schlimmste, die ich heute Abend hatte. Halt dich zurück mit dem Selbstlob. Deine Prioritäten sind trotzdem beschissen. Von mir aus. Hey, ich gehe. Kate? Ich komme mit dir. Und Jamie? Warte. Ich hasse sie beide. Musst du gehen? Wir sind gleich zurück. Viel Erfolg. Versprochen. Ja. Bleib einfach, wo du bist, damit ich dich finde, okay? Mir ist egal, was er sagt. Mir reicht's. Ich packe meine Sachen. Kate. Ich verschwinde, Mark. Kommst du jetzt oder nicht? Nö. Aaron hat jemanden gesehen. Okay, hast recht. Sorry. Charlie hat gesagt... Wir sind hier nicht sicher. Das ist wichtiger als ein scheiß Job. Hast recht. Gehen wir, Aaron. Alles wird wieder gut. Warte hier. Kannst du nicht hierbleiben, während ich mein Zeug packe? Ich will keine Zeit vergeuden. Ich bin gleich um die Ecke. Machen wir schnell. Wir kommen zurück. Versprochen. Nein, nicht! Sorry, ich dreh noch durch. Könntet ihr sie auflassen, damit ihr mich hören könnt? Natürlich. Auf sie aufpassen oder für sie da sein ist Zeitvergeudung. Okay, gut, ich hab's verstanden. Wow. Wirklich, Erin, Mark und Charlie sind die einzig okay, coolen. Okay, du Genie. Wo suchen wir zuerst nach Dumet? Ich suche nicht nach Dumet. Ich check Einstellungen. Falls er mir dabei über den Weg läuft, super. Falls er mir. Alter. Dir ist echt alles egal, oder? Natürlich nicht. Sag das Kate. Du weißt genauso gut wie ich. Wenn wir aufbauen und eine Kamera läuft, will sie davor stehen. Ach, Arschloch. Also ich möchte nur mal sagen, da war wirklich ein Typ, der hat mir einen Inhalator gereicht. Und dass sich keiner wundert, dass ich plötzlich keinen Asthmaanfall mehr hatte, das wundert mich ein bisschen, ja? Ja, also es hatte ich, die Frage ist bei mir auch aufgekommen. Ja, weil der Typ, der, den ich gesehen habe mit Hut, nämlich den Inhalator. Ja, aber dann ist er doch nett. Ja, der war also, auch, also in dem Moment war er nett, aber ich habe da ganz andere Sachen gesehen, die waren nicht so nett. Boah, nee, ja, komm. Also ich möchte übrigens, dass Kate und Jamie sterben, so. Also, das, also. Ist okay. Also beziehungsweise ich möchte natürlich nicht, dass jemand stirbt, aber wenn die beiden verunglücken würden, fände ich es jetzt nicht ganz so schlimm.
Ja. Und dann, also wegen dir, weil du zu schnell warst, ist der Balkon übrigens abgesperrt. Nur falls du irgendwann mal darüber nachdenkst, auf dem Balkon zu fliehen. Mhm. Also eine Tür, die ist noch zugeschlossen, weil ich nämlich nicht an den Schlüssel kam, weil du zu schnell warst, um den Balkon aufzuschließen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie wichtig ist, aber wollte ich dir nur mal mitteilen, ja? Hast du Münzen gefunden? Ich habe eine gefunden, ja. Okay. Und du? Ja, ich dachte, das wäre irgendwie gelockt für mich oder so, weil ich Player 1 bin. Nee, eine habe ich. Mr. Morello, guten Abend. Vielen Dank, dass ich Sie persönlich kontaktieren durfte. Der Morello, der hat so ein True-Crime-Buch über H.H. Holmes geschrieben, so. Habe ich vorhin gefunden. Ihr Verleger sagte, dass Sie sehr daran interessiert seien, von mir zu hören. Es scheint, dass wir ein gemeinsames Interesse haben. Ich habe mehrere Jahre damit verbracht, das ultimative Holmes-Touristenerlebnis zu schaffen, indem ich das World's Fair Hotel originalgetreu nachgebaut habe. Wir haben noch nicht für die Öffentlichkeit geöffnet, da wir noch letzte Hand anlegen müssen, und ich bin der Meinung, dass ein Mann mit Ihren Kenntnissen von der offiziellen Eröffnung unschätzbare Einblicke geben könnte. Daher lade ich Sie ein, das Hotel über das Wochenende zu besuchen. Das Erlebnis ist für Gruppen von 5 Gästen ausgelegt, sodass ich die Einladung auf 4 Freunde oder Familienmitglieder Ihrer Wahl erweitere. Ich muss darauf bestehen, dass diese Einladung vertraulich behandelt wird, bis das Hotel öffentlich vorgestellt wird. Also laden Sie bitte nur Gäste ein, denen Sie vertrauen. Ich hoffe, dass Sie meine Einladung annehmen können. Bitte antworten Sie, um Ihre Teilnahme und die der 4 zusätzlichen Gäste zu bestätigen. Sollten Sie annehmen, wird eine Limousine Sie und Ihre Gäste am Freitag um 19 Uhr unter der Eisenbahnbrücke an der Ecke S. Wallace Avenue und W. 63. Straße Englewood, Chicago abholen. Ich bin sicher, Sie werden diese Erfahrung sehr interessant finden. Mit freundlichen Grüßen, Grantham Dumet. Hallo Grantham, danke. Ich würde gern mitkommen. Ich bin sicher, dass ich meine Frau und meine beiden Töchter dazu bringen kann, mich zu begleiten. Mein Bruder Francis ist zurzeit in der Stadt, also sind wir zu 5. Ich vertraue Ihnen allen mit in meinem Leben. Also keine Sorge wegen der Vertraulichkeit. Bis Freitag, Joe! Schön. Ich glaube, der Joe ist weg. Oh, ich muss mal eine Info nehmen. Oh. Gönn dir. Onkel. Stehe ich dir im Weg oder was? Nee. Also vorhin steckte ich übrigens in Aaron fest. Also, da dachte ich schon, wir müssen wieder neu starten, weil die hat einfach in mir gesteckt, als sie was aufgehoben hat. Aber sie ist dann irgendwann aus dem Weg gegangen. Ich sag einfach gar nichts. Dinge passieren. Also, ich finde übrigens das Spiel echt gruselig. Ja. Also ich weiß nicht, was bei dir so abgeht. Was ist hier los, Charlie? Schnauze, ich red grad, Jamie! Also echt, weiß nicht, was bei dir abging, aber also der Teil mit Aaron war echt eklig. Ja, fand auch so ein paar Teile schon so. Joa. Haben sie gut gemacht. Ich musste mit dem Mikro rumlaufen. Echt? So? Ja. Okay, gib uns ein Zeichen mäßig. Ja, nicht so, aber ähnlich, ja. Okay. Oh nein, was ist hier? Ist schon wieder ein Bild? Null. Da stand vorher noch was anderes, ne? Mhm. Ich glaube 0178 oder so. Sind Leute, die gestorben sind? Sind 2 Leute gestorben? Nee. Obwohl, vielleicht hat er schon welche gehabt. Was ist hier passiert? Ich? Keine Ahnung. 0179 stand davor, okay. Okay. Also wenigstens passt irgendjemand auf, weißt du? Oh nein. Ja. Mörderburg, Foyer Inn, Tag. Ich frag mich, ob dieser Hausmeister weiß, wo Dumet ist. Dominik, kannst du bitte mal ruhig sein? Langsamer Schwenk durch das Foyer, etablieren der Atmosphäre, lieber 360 Grad. Eine Reihe von Überblendungen zwischen wichtigen Exponaten, Details, die an der Rezeption enden. Eine Hand kommt ins Bild und drückt auf die Klingel. Für ein Intro ist das hier absoluter Müll. Ich sehe Kritik, aber keine besseren Vorschläge. Schwenkt nach oben auf Kate. Kate, klingt das okay für dich? In die Kamera. Das World's Fair Hotel war kein gewöhnliches Hotel. Die Flure in Blut getränkt, das Bettzeug mit den Tränen von Müttern gewaschen. Ein Zimmer kostete einen das Leben. Und der Besitzer war ein Lügner, Betrüger und vermutlich Amerikas fleißigster Serienmörder. Ein paar Bilder über diese Zeilen legen. FX von Schreien und Schluchzen. K.
Kate dreht sich von der Rezeption weg und verlässt das Bild. Cut to! auf Kate, langsame Fahrt zurück, als sie durch das Foyer geht. Kate, wo steht denn? Kont, Apostroph D. Wie wir bereits gesehen haben, endete dieser Blutrausch im Gerichtsgebäude von Philadelphia, wo H.H. Holmes das gleiche Urteil erhielt, das er so vielen anderen auferlegt hatte, den Tod. Und 1895 wurde sein Hotel oder seine Mörderburg, wie es genannt wurde, bei einer mutmaßlichen Brandstiftung zerstört. Auf der nächsten Seite geht's weiter. Gar kein Problem, ich lese dir noch 3 Jahre vor. Bevor das Gebäude selbst 1938 abgerissen wurde und damit ein weiterer Teil von Holmes grausiger Geschichte verblasste. Zumindest dachte man das. Versteht unser Publikum verblasste? Versteht unsere Crew verblasste? Das sind so Anmerkungen, ne? Ja. Kate hält inne, Kamera fährt weiter zurück, zeigt den Bereich hinter ihr. Kate, Kont Dö. Drehort wird noch festgelegt. Es mag wirken, als wäre ich in die gefährlichen Tage von 1893 zurückgekehrt. Aber ich kann Ihnen versichern, dass ich mich wohlbehalten im heutigen Illinois befinde, wo ein Team von talentierten Produktionsdesignern einen unglaublichen Nachbau entwarf. In einem Nachbau des berüchtigten Gebäudes, in dem der bekannte Unternehmer und H.H. Holmes Experten Grantham Dumet, Kate Kont Dö. Man kann die verzweifelten Schreie der bedauernswerten Gäste hören, die hier gefangen und dazu verdammt sind, Holmes' nächste Opfer zu werden. Also machen wir eine kleine Zeitreise und schauen, ob wir nicht ein paar makabre Geheimnisse aufdecken können, die hier schlummern. Nutzen wir diese seltene Gelegenheit für... Kate verlässt das Bild. Schreie. Ich glaube, Erin kann das. weil sie schreien kann oder weil sie Tontechnikerin ist? Ich bin mir nicht sicher. Ob ich einen Anwalt dabei haben will, wenn sie einen Asthmaanfall bekommt. Okay, ich glaube, sie soll schreien. Wow. Gut, war Netflix. Der Besitzer hat eine Menge Menschen getötet und gelogen hat er auch. Ja, schlimm. Vor allem das Lügen. Ja. Okay, da kann man öffnen, aber lass uns erstmal hier gucken. Du lässt mein Skript in Ruhe. Oh nein. Das ist unsere Bibel. Klar setzt du deine Stiefel. Guck mal hier. Das heißt ausgehärtet. Gut. Oh nein. Die Lilien liegen am Boden. Ich weiß nicht, ob ich das schön finde. Das sind Todesblumen, die tote auf dem Boden liegen. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ich glaube nicht gut. Hey, ich habe Dumets Visitenkarte gefunden. Er ist ein Designer. Schön. Also einfach nur Designer. Ich habe die einfach mal eingesteckt. Okay. Eins von fünf gefunden. Nee, da stand einfach nur sein Name, Grantham Dumet und dann Designer. Oh nein. Jamie. Hier nee, drüben. Ey, da wollte ich doch gar nicht. Ich mach doch nur auf. Mach ja nicht die Tür zu. Mach nicht die Tür zu. Okay. Ja, verdammt, ich dreh durch. Das ist nur Blut. Nur Blut? Machst du Witze? Du ziehst voreilige Schlüsse. Ist ja nur Wir Blut. Wissen nur, dass irgendwas hier langgeschleppt wurde und geblutet hat. Und das ist für dich kein Grund zur Sorge? Tja, es ist etwas schräg. Schräg? Was willst du von mir hören? Wahrscheinlich hat Dumet oder der Hausmeister einfach irgendein totes Tier von draußen reingezerrt. Vielleicht unser Abendessen. Also, wenn es der Hausmeister war, würde ich den feuern. Können wir wieder zurückgehen, bitte? Ja. Danke. Ich kann... Ich glaube, nein. Sehr gemein. Da war bestimmt nichts mehr, oder? War ja ein kleiner Raum, nee, richtig? Nee, das war alles gut. Willkommen zusammen zu unserem Unterhaltungsprogramm. Oh, was zur Hölle? Präsentiert von Grantham Dumet. Dumet? Was? Also ist er nicht weg? Können wir gehen? Ich habe keine Lust mehr. Nee, das ist das Unterhaltungsprogramm. Ich brauche keine Unterhaltung. Na doch. Oh. Okay. Alles gut, oder? Ja. Willst du vielleicht vorgehen? Nee, ich halte ein paar Schritte Abstand, damit wenn du stirbst, ich nicht auch mitsterbe. Und was, wenn hinter uns jemand kommt? Da, die Tür ist ja, offen. Dann fange ich ab. Da geht die Musik weiter, ich gehe noch rechts. Da geht die Musik auch weiter. Ah! Musik ist überall.
Boah, ich finde es schon echt unangenehm, ne? Ja, schon ein bisschen. US-Justizministerium, Federal Bureau, ja, FBI halt, ne? Internes Memo. An S.A. Hector Monday. Ah, da habe ich auch was gefunden. Also ich glaube, unser Mörderer ist Hector Monday. Hm. Weil ich habe, also das, da waren Geburtsvermerkungen, also keine Urkunden, aber so, also in irgendeinem Hospital wurden die geboren. Da ging es um 3 Babys und eins war rot eingezeichnet. Das war dieser Hector Monday. Okay. Also Monday. Von Assistant Director Chester Bell. Chicago Killer ist der Betreff. Unsere Hilfe wird in Chicago benötigt. Sie haben einen potenziellen Serienmörder. Bisher 2 Opfer und weitere werden erwartet. Warte, aber was ist SA? Super... Special Agent? Special Agent, okay. Shit, aber das macht's nicht besser. Okay. Sie haben einen potenziellen Serienmörder. Bisher 2 Opfer und weitere werden erwartet. Nach Ihrem Erfolg im Fall Sherman möchte ich, dass Sie morgen dorthin fliegen, um Nachforschung anzustellen. Ich weiß, dass Sie kürzlich einige Zeit dort verbracht haben, um bei der Profiling-Schulung zu helfen, sodass die örtlichen Ermittler Sie mit offenen Armen empfangen werden. Sie werden Sie bei Ihrer Landung in O'Hare umfassend informieren. Cyber-Rabe, nein. Okay. Ich bin ausnahmsweise den richtigen Weg gelaufen. Oh nein, du verschwindest schon wieder. Wann? Du. Ja. Du portest dich wieder, weißt du? Ja. Hast du das Licht ausgemacht? Nee. Machst du das Licht bitte mal aus und dann nochmal an? Hab ich. Mach an. Aus. Jetzt ist aus? Ja, jetzt hast du bei mir Licht. Okay, also wir können jetzt entscheiden, ob du Licht hast oder ich Licht hab. Willst du Licht? Nee, passt schon. Wow. Keine Bugs in dem Spiel, ne? Also. Ich hab Geld gefunden. Machst du Licht aus? Ich sehe nicht, was es ist, weil wir so einen fetten Finger haben! Wow. Oh, hat aber auch 2 Münzen gegeben für eine. Ich finde, ich mache das gut, oder? Ja. Kaum Unterschied, oder? 1:1. Nächste Aufnahme dann von dir? Oh nein. Ich gehe da mal rein, ne? Du musst für uns sehen. Das klingt, als hätte jemand da Schmerzen. Aber ich gucke erstmal, was hier ist, ne? Ja. Ach, wundervoll. Oh, ich glaube, der macht Liegestütze. Guck mal, ob ich das Licht wieder fixen kann. Ja, ja. Ich glaube, der hat Spaß. Oh nein, ich habe gedrückt. Ups. Hörst du das? Nee. Fuck. Oh, Mr. der Regenmantel. Ja. Der ist der Böse. Bitte. Sind Sie... Doch, der tut mal so. Was ist passiert? Geht's Ihnen gut? Was zum Teufel? Stopp! Da! Was ist das? Das ist eine Druckfalle. Du verlagerst dein Gewicht von der Platte und der Typ wird von dem Ding aufgespießt. Können wir dem nicht sagen, dass er einfach umfallen soll mit dem... Ja. Aber wir kennen ihn noch gar nicht, also... Hilfe! Bitte! Hilfe! Hilfe! Jimmy? Ich weiß nicht, was ich machen soll! Wir kannten den nicht, okay? Oh mein Gott. Ich kann nicht riskieren, dass normal passiert. Shit, nimm meine Hand. Komm schon, verdammt. Den hast du jetzt aber auf dem Gewissen. Na ja, komm, wir kannten den nicht, der ist okay.
Außerdem der war bestimmt der böse. Toll. Du hast gesagt, der ist böse, okay? Ja, aber ich mag das böse. Das habe ich getan. Wir müssen hier weg. Jetzt. Ein Charlie. Erlebt. Weg hier. Also in meiner Vorahnung wurde Charlie nie mit einem Messer erstochen. Ach, na dann. Hast du ihn gesehen? Die Maske? Was zur Hölle war das? Oh, das finde ich gut. Chat zählt mit. Ja, haben wir auch gesehen. Verarschst du mich? Ist aber laut. Wir sitzen fest. Ja. Himmel. Sitzen fest. Was machen wir? Die scheiß Tür eintreten. Okay, auf drei. Bringt eins, euch das? Zwei, drei. Ja. Ich meine, das war ein Eisengitter. Hörst du das? Ja. Mhm. Klingt gut. Was ist hier los? Ja. Ist es eine Bache? Nee. Gut. Fuck. Hast du einen Kristall gefunden? Mach das nicht. Und mach dich nicht lustig. Das wird lustig, sage ich dir. Will ja nicht, dass du dich schneidest. Uff. Der Stein ist höllisch scharf und, naja, super magisch. Es ist ein Amethyst. Er beruhigt, indem er einen mit schützender Energie umgibt. Ja, ich weiß. Bezeichne ihn dann nicht als Stein. Vielleicht denke ich nur, du solltest Verantwortung für deine Gefühle übernehmen und den Job nicht einem Kristall überlassen. Ich möchte jetzt nichts sagen, aber die positiven Chakren in meinem Körper werden nur durch diesen Stein stimuliert, okay? Okay. Nun dann. Vielleicht hast du recht. Aber du musst deshalb ja kein Arschloch sein. Können wir sein. Den aber mitnehmen? Das ist eine gute Waffe. Okay, vielleicht war die Bemerkung blöd. Tut mir leid. Schon okay. Das ist weder die Zeit noch der Ort. Ich muss dir was sagen. Okay. Du hast den Kamerajob erwähnt, den ich abgelehnt habe. Ich habe dir nie die Wahrheit gesagt. Worüber? Es war kein Job, nicht wirklich. Wovon redest du? Kennst du noch meinen Freund Murray? Er hat ein Studio in Brooklyn aufgebaut. Ja, Murray kenn ich. Bildende Kunst. Er wollte einen Partner. Das ist dein Traum. Ja. Es gibt keinen Cent zu verdienen, also dachte ich, du würdest zu Recht sagen, es wäre Wahnsinn. Denn das wäre es. Wieso hast du es nicht gemacht? Und mir nichts gesagt? Die Dinge wurden schon hart für uns. Nein, 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 nein. Gib mir nicht die Schuld daran. Das warst allein du. Hallo, Lima. Ich weiß. Ich habe es abgelehnt, weil es... It would have taken me away from you. Ich finde gut, dass er also einstimmig spricht. Ja. Ich nehme an, daran habe ich nicht gedacht. Ich wollte... Was willst du von mir hören? Ich habe wohl darauf gewartet, dass sich was ändert. Insgeheim hoffe ich es immer noch. Du hättest das vorher sagen sollen. Ich weiß. Ich mach das nicht nochmal durch. Was, wenn es diesmal anders ist? Ach komm, das ist unwahrscheinlich, das weißt du. Also sie werden einfach alle sterben, aber wenigstens haben alle davor geknutscht. Richtig. Also mag ich, den knutsche ich, das ist mir egal. Oh. Tja. Nächster Versuch. Das passt ganz gut. Oh. Der erste Versuch war Erin und jetzt ist der nächste. Das war nicht sehr hilfreich. Ja. Wir sollten los. Ich meine, das letzte Gehen Abendmahl... Gehen wir zurück zu Erin und hauen schnellstens ab. Ich glaube, selbst Todestraktler bekommen ja irgendwie ihr Lieblingsessen vor dem Tod oder so. Also, dann könnten die wenigstens mal knutschen. Hat ja dann eh keine Konsequenzen, oder? Ja, stimmt.
Also ich meine, also was soll das für Konsequenzen haben, außer dass man halt tot ist? So. Wer weiß, wie lange die noch da ist. Ja, richtig. Muss man ausnutzen. Also haben sie Dumet gefunden? Charles scheint ganz heiß drauf, mit ihm zu reden, also vielleicht, ja. Man, die sind alle abgesperrt, die Zimmer. Ein blödes Hotel. Ja, wirklich. Ja, wer macht denn sowas? Wer läuft bitte hier rum und schließt die Türen ja? ab? Ja, echt mal. Sein kleiner Helfer im gelben Mantel? Nee, der ist tot. Abgesperrt. Hängst du mir eigentlich so nah am Arsch, weil du Angst hast, dass du irgendwann verkackst, mich zu retten dadurch? Nee. Du bist einfach so langsam. Was ist das? Scheiße, findet das irgendjemand etwa lustig? Wie kommt das hierher? Hast du das mitgebracht? Nein. Ist sie das? Ja. Wer? Shelby. Wer ist passende Shelby? Nägel? Oh Gott, nicht. Wir haben sie immer gleich gemacht. Ach so, sie ist das mit den langen Haaren. Ach so, also die ungekreiste natürlich. Das ist er. Was? Das ist er. Im Hintergrund. Du kennst ihn? Hector? Irgendwie schon. Er war einfach so ein Typ, der immer da war. Wir waren manchmal auf den gleichen Partys, mehr nicht. Typischer Stalker. Es war meine Schuld. Du weißt, dass das nicht stimmt. Ich sollte sie treffen. In der Nacht, in der es passiert ist. Wir wollten was trinken gehen auf eine Party. Ich hab verpennt. Es war eine große Sache, auf dem Campus nicht allein rauszugehen. Shelby hat auf mich gewartet, ich kam nicht und... Da hat er sie erwischt. Es ist okay. Es ist nicht okay, verdammt. Kann es nicht sein. Ich muss jeden Tag damit leben und jetzt weiß es jemand. Jemand wollte, dass ich das finde. Was zur Hölle ist das? Keine Ahnung. Das ist ein mieses Gefühl. Was zum Teufel? Kommt hier rüber, los! Charlie! Mach was! Ich kann sie nicht halten. Hör zu, ihr müsst verdammt nochmal hier raus, egal wie. Verschwindet von hier! Los! Jamie! Charlie! Was zur Hölle ist passiert? Ich... keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist... Ah! Bewegt sich nicht. Und was jetzt? Wir sind am Arsch. Warum muss ich Jamie sein? Es muss einen Weg herumgeben. Ja, Wartungskorridore, Zwischenräume, unbedingt. Klar. Aber wenigstens habe ich jetzt mal gescheites Licht, ne? Ja. Ja. Okay, sollen wir jetzt irgendwas mitnehmen? Sowas wie eine Kommode oder so, dass wir die da ganz schnell dazwischen schieben können und rüberklettern. Was zur Hölle ist sein Problem? Clever, ja. Er war die ganze Zeit nervös. Ich hab's als Exzentrik abgetan. Zwischen Exzentrik und Marklos liegt ein himmelweiter Unterschied. Gehen wir das mal durch. Du hast Dumet abhauen sehen. Hat er erkannt, dass hier ein Mörder ist und sich davon gemacht? Vielleicht. Oder aber wir haben Dumet überhaupt nicht getroffen. Also ist er der Typ in der Maske? Ich hab das Gefühl, also es passiert gleich. Diese Vorrichtung, das ist ein ganz schöner Aufwand. Das war durchgeplant, von vorn bis hinten. Wir sollten alles finden. Was es noch wahrscheinlicher macht, dass der Typ auf der Fähre gar nicht Dumet war. Also irgendwas hat sich mal bewegt, ich hab das gehört. Oh oh. Da leuchtet was. Oh, das ist ein schöner Stuhl da. Können wir den mitnehmen? Ich bin dafür. Was für ein Wichser! Was? Das kommt mir bekannt vor. Das kann ich schon. Los, weiter. Genau. Ich will nicht drüber nachdenken. Okay. Also mit dem Ehemann, dem neuen. Dem alten meine ich. Alter, ich will mal hier kurz gucken. Nicht, dass irgendwas ist. Nee.
Also den Trick, den kannte ich schon. Da müssen sie sich was Neues überlegen. Ich hätte übrigens auch sterben können, ohne dich zu finden in der Badewanne vorhin. Okay. Das war gemein. Der hättest ja nicht mal mein Schicksal gefunden. Es wäre mir, glaube ich, aber auch ziemlich egal. Also, ich versuche mich zu orientieren. Was? Aber ich glaube, Aarons Zimmer wurde völlig abgeschottet. Scheiße, Charlie. Wieso spielt er mit ihr? Weil sie sich am leichtesten fürchtet. Die Verwundbarste. Kennst du unsere Show? So was machen diese Soziopathen. Ja, können wir nicht den da nehmen? Guck mal, den Aufzug, den Essensaufzug. Ja, easy. Ja, oder? Also hier sind Treppen. Oh, was zur Hölle? Ist das ein Kind? Daddy? Oh, gut. Auf zu Daddy. Du hast auch eine creepy Kinderstimme? Ich dachte schon, ich wäre verrückt. Wo kommt das her? Hast du gesagt? Lügen ist böse, Lügen tut man nicht, nein. Wer lüge, der muss sterben. Oh, Geld. Oh, das sind jetzt wieder so eine 2-Euro-Münze. Das ist, glaube ich, eine Boot-Dings. Praktisch. Ich habe schon 16 Münzen. Ich gebe einen aus nachher, ja? Ist reich. Ja. Ich hole so ein bisschen Diaphragma. Ich mach's jetzt auf oder nicht? Wenn's mir mal... Da. Jetzt. Da ist die Tür. Das ist aber nicht schön. Das ist eine Schweinerei. Wir sind in einer verfluchten Matroschka. Was? Eine russische Matroschka. Also, eine Puppe, in einer Puppe, in einer Puppe. Wo sind denn durch? Puppen? Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Weiß ich nicht. Wir sind hier eingesperrt in der Küche eines Hotels. Gestrandet auf einer Insel. Selbst wenn wir hier rauskommen. Wie kommen wir aus dem Hotel raus? Genau. Oder von der Insel. Vielleicht sollten wir eins nach dem anderen angehen. Zuerst der Raum. Du hast recht, Natalie. Natalie? Natalie Morello. Oh, bist du... Oh, die 176. Ah. Diesmal... Oh, fuck. Ja, vor kurzem. Also... Heilige Scheiße. Wenn wir bei 179 angefangen haben, dann muss vor kurzem... Das ist eine verdammte Leiche. Darf ich vorstellen, unsere Vorgänger hier? Das weißt du nicht. Vielleicht... Doch, schon. Fuck. Da hast du wohl recht. Geh dann mal weiter, ne? Also, war ja alles, oder? Soll ich lieber auch... Charlie. Nö. Die führt vielleicht raus. Guck, die schwingt raus. Die kriegen wir wahrscheinlich leichter auf. Ja, der auf. Typ will aber zurück. Auch, dass wir die aufmachen. Das habe ich nicht erwartet. Toll, Dominik, mach du lieber auf, ne? Charlie! Charlie? Tschüss. Scheiße. Tschüss. Wir sehen uns. Ich weiß, dass da jemand drin war. Hä, du übernimmst jetzt mich? Okay. Ja, ich übernehme dich. Also tschö. Tschö. Ich krieg keine Luft. Beruhige dich. Durchatmen. Ein und aus. Oh, komm schon. Wieso muss ich immer sie spielen? Das müssen sie hören. Nee, müssen sie nicht. Lass uns Warte. Lass uns hier bleiben.
Leute? Hallo? Hey! Charlie? Mark? Jamie? Ich glaube, sie bleibt hier. Gut, na dann. Guckt mal. Schnee. Komm schon, komm schon. Sei kein verdammtes Weichei. Okay, wir haben 3 Inhalatoren. 3. Toll. Also, wir hatten 3 Inhalatoren. Können wir noch einen mitnehmen? Also, ich frage für einen Freund. Jetzt habe ich gar keinen Inhalator mehr da unten angezeigt. Okay. Lade nach. Es wird echt laut, der Lärm. Behandlung von was? Original Schlangenölsalbe aus bester Königskobra, gewonnene Arznei. Silver Ash Institute. Defibrillator und Kuh.